Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich das FSL-Team Lindner für euch. Diese waren auch so freundlich, mir zwei Caps zu sponsern, die ich an euch verlosen werde. Voraussetzung dafür ist, ihr seid ein sichtbarer Abonnent meines Kanals, kommentiert dieses Video mit Hashtag Team Lindner und seid auf meinem Discord-Server. Auslosung ist am Donnerstag um 20 Uhr. Ich werde euch unter euren Kommentar darüber benachrichtigen, woraufhin ihr mich in meinem Discord privat anschreibt. Und jetzt viel Spaß! So, einmal Team Lindner. Wie habt ihr euch denn vor eurem Spiel heute gefühlt? Ich würde sagen, sehr nervös, sehr nervös. Es war ja auch das erste Match der Farming Simulator League insgesamt. Und da ist es natürlich noch einmal ein bisschen anspannungstechnisch höher gewesen heute in der Früh, als sonst wahrscheinlich gewesen wäre. Also ihr hattet quasi das Debüt der Farming Simulator League. Ist das ein schönes Gefühl so eigentlich auch so als allererstes Team gespielt zu haben? Mit gemischten Gefühlen. Ja, ja. Es war auf alle Fälle gut, weil man es schnell hinter sich hat, sag ich mal, oder? Das ja. Und klar war es auch ein schönes Gefühl, den Auftakt zu spielen. Vor allem, weil der Auftakt ja uns dann gelungen ist. Gut, genau. Ja. Gelungen trotz ist inwiefern? Ein paar technischen Probleme. Trotz anfangs technischer Probleme, ja. Schwere technische Probleme. Giants, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Was ging gar nicht? Headset haben gesponnen, also Mikrofon plus Wiedergabe auf den Kopfhörern. Auch in-game gab es beim Start Probleme. Ich steckte halt mit dem Frontlader in der Erde, senkrecht, wirklich senkrecht. Hat sich dann auf einmal von selbst gelöst, rumgedreht und dann ging es auch los. Ja, hat die Pumpe dann schon mal geschlagen. Ja, also das war wirklich schon krass. Ich habe auch direkt aufgezeigt und Richtung Techniker mal geschrien, wenn man so sagen darf. Ja, find ich persönlich nicht schön. Gerade wenn man Auftaktmatch spielt und eh eigentlich nervös ist, muss man sich, man sollte sich eigentlich aufs Match konzentrieren, aber wir hatten eben mit technischen Problemen zu kämpfen. Giants hatte auch zu kämpfen, weil sie halt nicht wussten in erster Sekunde, an was es lag, aber es ist halt ärgerlich für uns, sag ich mal, weil du bist im Kopf halt dann irgendwo anders, finde ich. Das fand ich halt einfach, ich finde, das ist ein No-Go. Das muss man einfach so sagen. Also hätte besser getestet werden müssen für ein Auftaktspiel, ja, vor allem. Definitiv. Hätte technisch sicherlich besser laufen können. Ja. Gegen wem habt ihr denn gespielt? Applix eSports. Genau. Yes. Applix Gaming Clan, Applix eSports Team, irgendwie ein so. Ein Seeded Team oder Wildcard Team? Wildcard. Und ihr habt wie gespielt? 473 ja. Zu 250. Nein, 220. Oder 220, irgendwie so. Ich habe es mir nicht genau gemerkt. Also ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und ansonsten, wie lief's? Sind eure Taktiken gut durchgegangen? Habt ihr alles gekriegt? Habt ihr alle Geräte gekriegt, die ihr haben wolltet? Definitiv schon. Ja, also hätte definitiv schlechter laufen können. Ja. Was bei mir halt dann am Anfang war, nachdem ich Dominiks Bug gesehen habe, habe ich einfach mal, Hilfe, was ist jetzt los? Da habe ich 2-3 Sekunden dann gebraucht, bis ich mich wieder gefangen habe. Aber ist dann doch alles in allem. Also wir haben auch, sag ich mal, die besseren Drescher bekommen, auch die richtige Presse, mit der wir trainiert haben. Also ich denke, also für euch so wie wir es uns vorgestellt haben, so lief es dann auch mit Startschwierigkeiten dann durch. Hattet ihr sonst irgendwelche Startschwierigkeiten außer dem Bug? Nein, oder? Eigentlich nicht. Als wir am Feld waren, kam das Ganze ins Rollen. Ja. Wir mussten noch mal ein bisschen switchen am Feld dann. Ja. Aber das sind Dinge, auf die kannst immer noch reagieren, sage ich mal, von daher. Wenn du sagst reagieren, das Team hat also funktioniert. Ja, ja. Teamplay hat funktioniert, definitiv. Definitiv. Wie viel habt ihr denn trainiert vorher? In Stunden oder? Vielleicht ein bisschen von beiden? Puh. Stunden zusammengerechnet sind es doch mittlerweile ein paar geworden. Wir haben jetzt hier vor der FarmCon nochmal jeden Tag Gas gegeben. Naja, vor allem wenn du bedenkst, dass wir in dieser Dreierkonstellation jetzt eigentlich erst seit Montag. Ja, seit der Woche. Ja. Seit Montag dieser Woche spielen. Genau. Oh! Aufgrund dessen, dass uns ein Mann ausgefallen ist, weil ich bin eigentlich nur als Teammanager Reservespieler. Das heißt, wenn irgendwer ausfällt und nur zwei Leute von uns überbleiben, bin ich dann eigentlich dann zum Einspringen da. Und deshalb ist es nicht anders ausgegangen, als dass wir jetzt am Montag erst zusammen trainieren haben können. Und dafür denke ich, ist recht gut gegangen. Für so spontan würde ich sagen, absolut. Mega gelaufen, ne? Auftaktspiel, erster Sieg.
War zwar jetzt kein, wie soll ich sagen, Tagesrekord, ja. Aber ja. Hey, gewonnen. Da kann man sicher noch was rausholen, aber am Ende ja, steht das Ergebnis. Genau. Wie rechnet ihr eure Chancen im weiteren Verlauf des Jahres? Im Verlauf des Jahres? Ich glaube, das ist jetzt noch recht schwer zu sagen, weil jetzt fängt ja die Farming Simulator League ja erst an. Das heißt, jetzt haben dann erst alle Teams einmal ihre ersten Matches und wenn dann vielleicht das erste Online-Turnier auch vorbei ist, kann man dann schon eher einschätzen, okay, wie sind die anderen so drauf? Weil ich meine, man hat ja jetzt beispielsweise gesehen mit John Deere, wo ihr gemeint hat, okay, sind die absoluten Top-Favoriten. Mit welchen Teams habt ihr denn zusammen trainiert? Wir haben auf alle Fälle mit dem Wildcard-Team Landeier trainiert. Wir haben auch trainiert mit den Hektarhelden. Mhm. Gruß geht ja raus an Uwe. Und ja, gespielt haben Flo und ich noch ohne Marco, das war ja vor der Team-Umstellung, sage ich jetzt mal. Auch gegen John Deere haben wir einmal trainiert. Gegen Krone haben wir ein paar Matches gespielt. Also wir haben so von den Seeded-Teams fast alle probiert. Also die Seeded-Teams sind auch schon recht familiär und ihr trainiert auch alle zusammen etc. Ja, ja, wir sind im Discord ja schön eigentlich miteinander verbunden. Das ist schon toll. Schade, dass nicht alle Seeded-Teams bisher im Discord sind, muss man auch an der Stelle sagen. Dann könnte man vielleicht noch ein paar mehr Matches und ein paar verschiedene Gegner noch organisieren, sage ich jetzt mal. Ansonsten, ja, es lief mal mehr und mal weniger gut in den Trainingsmatches. Ja. Guckt ihr euch die anderen Matches denn jetzt auch an, um eventuell die Taktik der anderen rauszufinden, zu sehen und dagegen zu kontern? Bestimmt einige. Ja, also Analyse werden wir sicherlich. Man muss sich schon ein bisschen auch umsehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Der Weitblick, da müssen wir uns auf alle Fälle holen, sage ich jetzt mal. Da jetzt ihr, wie soll ich sagen, klar, man kennt die ein oder andere Mechanik, wie man die auch von mir aus kontert oder halt auch gegenhalten kann, sage ich mal, oder mithalten kann. Aber klar, ich glaube, alles wissen wir nicht. Aber deswegen haben wir ja auch noch einige Matches vor uns. Hoffentlich natürlich, wo wir das Ganze dann rausfinden. Mhm. Wunderbar. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Team Lindner. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Ja.